是这样。Was gibt's? Ich habe alle Plakate aufgehängt. Großartig. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zum Sex? Hm? Dir habe ich wohl richtig Lust gemacht. Oh, gedulde dich noch ein wenig, bis der Gig hinter mir liegt. Welcher Gig? Bis nachher. Du hast keine Gitarre und keinen Drummer. Tja, wie machen wir hier? Was machen wir nun? In den Laden kommen wir nicht rein. Also die Höhlenparty kommen wir nicht rein. Bei ihr kommen wir auch nicht weiter. Können wir bei Pio irgendwie noch was bewegen? Das Foto haben wir auch schon geschossen. Eigentlich hätten wir es schon besser gemacht. Wenn wir weiter durchliken, auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt. Ah ja, ich fühle mich wieder ein bisschen unter Gier. Bei dem können wir nichts mehr machen. Ist Dix eigentlich dein Spitzname? Ach was. Lemmers Gitarre ist verschwunden. Weißt du was darüber? Nein, das geschieht ihr ganz recht. Einen Denkzettel hatte sie schon lange mal nötig. Bis später. Das bringt uns auch nicht weiter. Eher nicht. Das hilft mir nicht. Irgendjemand eine Ratte gebrochen? Eine Sache, die wir noch machen könnten, wäre die Box zu reparieren. Ja, wenn wir das, wenn wir die reparieren, dann sterben wir halt. Ist halt blöd. Wird es hier. Wird man die Stecker ziehen, aber das. Vielleicht. Nur mal so eine Idee. Als ob. Und schon geht's wieder. Fantastisch. Die helfen also nicht nur gegen Geschlechtskrankheiten. Ich sollte Aaron Bescheid sagen. So einfach war's. Einfach mal Latex-Handschuhe anziehen. Schon läuft das wieder. Kleinen Augenblick, ich mach gerade meine Show. Hey Larry. Aha. Das Internet lebt wieder. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, mein Süßer. Meine Follower können sich auf eine nette Show freuen. Danach bist du natürlich dran. Also, sind wir dann jetzt bereit für die große Show? Naja, eigentlich schon. Was ist los? Hast du auf einmal Kopfschmerzen? Das passiert seltsamerweise vielen Frauen, mit denen ich rede.
Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belasten. Ist mir recht. Mir steht der Sinn sowieso nach der versprochenen Show. Eigentlich war es nie mein Ziel, kleine, schmuddelige Shows im Internet abzuhalten. Willst du mir sagen, dass der ganze Ärger dann umsonst war? Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist dadurch bewusst geworden, dass ich mich mit etwas zufrieden gebe, das meinem großen Traum nicht gerecht wird. Zwingt dich etwa jemand, das hier zu tun? Das Literaturstudium? Nein, das mache ich freiwillig. Aber mein Herz schlägt für etwas anderes. Ich habe einen Traumberuf im Sinn. Einen, der meine Eltern stolz macht. Was ist das für ein Traum? Einer mit mir drin? Ich bin vom Land nach New Lost Vegas gekommen, um eine richtige Stripperin zu werden. Die Literatur liebe ich natürlich auch, aber der Traum vom Strippen ist einfach stärker. Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne. Verdammt. Wenn ich mir doch... Danke, Larry. Große Bühne, ja. Wollen kann man vieles. So. Ich weiß zum Glück, wo es eine große Bühne gibt. Ich kann ihn mal fragen. Was willst du? Aaron wäre perfekt für den Job im VIP-Bereich. Aaron? Nie gehört. Was kann die so? Sie zeigt halt, naja, du weißt schon. Und dann macht sie so alles vor der Kamera. Aber sie möchte auf die große Bühne. Ich müsste mich vorher schon von ihrem Können überzeugen. Natürlich. Sie hat eine Show im Internet. Ach, dem Internet vertraue ich nicht. Aber nicht mal so ein P-Phone. Komm mit und schau dir die Show live an. Ich bin der Türsteher von Hell's Porn. Verlasse ich auch nur kurz meinen Arbeitsplatz, bricht Chaos in New Lost Wages aus. Natürlich. Vertrau mir einfach. Ich weiß, was gut ist. Wenn ich mir dich so anschaue, kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Besorge mir einfach irgendwas, damit ich sehen kann, was sie bietet. Am besten wäre eine Kostprobe ihrer Show. Na, großartig. Ich komme später wieder. Und dann mal wieder hier hin. Vielleicht können wir sie ja hinlocken. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Ich dachte, du bist auf die große Bühne und machst gerade deine Show. Ich werde jetzt bestimmt keine Witze über Gummis oder Blasen. Ich habe dir dafür eine Erinnerung. Oh, was haben wir denn hier? Die Rotorblätter sehen so scharf aus. Eine Spannerdrohne. Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbusch. Ich leihe ihn mir nur kurz. Schnipp. Jetzt filmt Aaron niemand mehr. Naja, außer sich selbst. Aber die Kamera ist runtergefallen. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier lassen? Ach so, ja. War keine Absicht. Doch bestimmt in Mülltonne. Die Kamera ist hier wohl reingefallen. Also dann. Ich frage mich, wem der gehört. Da sind Aufnahmen von Aarons Show drauf. Miese Spanne. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Hey Aaron. Was gibt's? Wie läuft der Cam-Dienst? Ich muss auch gleich wieder zur Sache. Ja. Du, ich habe da etwas erfahren, was dich interessieren wird. Ja? Du kennst doch sicher Hell's Porn, den Nachtclub. Klar, ich war aber noch nie drin. Das könnten wir ändern. Sie suchen einen Show-Act, der etwas Besonderes bietet. Du bist etwas Besonderes.
Sie bräuchten aber eine Kostprobe deines Könnens. So bald wie möglich. Doof. Ich kann jetzt nicht weg. Meine Show fängt gleich an. Lass die Show sausen. Das ist deine Chance. Auf keinen Fall. Ich stelle meine Fans zufrieden, sonst verliere ich die. Aha. Dann nehmen wir dich halt auf Kassette auf. Auf was? VHS, 2000, Betamax. Hast du einen Schlaganfall? Soll ich einen Arzt rufen? Ich meine, kannst du deine Show nicht aufzeichnen? Keine Ahnung, wie das geht. Ich streame nur. Ich brauche aber eine Aufnahme von dir. Das muss warten. Meine Fans gehen vor. Du, ich habe da etwas erfahren, was dich interessieren wird. Ja? Du kennst doch sicher Hell's Porn, den Nachtclub. Klar. Ich war aber noch nie drin. Das könnten wir ändern. Sie suchen einen Show-Act, der etwas Besonderes bietet. Du bist etwas Besonderes. Sie bräuchten aber eine Kostprobe deines Könnens. So bald wie möglich. Doof. Ich kann jetzt nicht weg. Meine Show fängt gleich an. Dann nehmen wir dich auf. Hast du ein... Ich meine... Keine Ahnung. Das muss warten. Och. Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Können wir es jetzt aufnehmen? Das hilft mir nicht. Vielleicht finde ich noch ein besseres Motiv. Tja, was machen wir jetzt? Ach stimmt, wir haben da ja schon einige. Wir haben da ja schon Material drauf, die der Spanner getan hat. Könnten wir jetzt vielleicht mal... hier. Und CB, hier. Ich habe hier was für dich. Schau dir das an. Nicht schlecht. Die kann was. Wow. Diese gepitchten Töne. Hast du das ohne ihr Wissen aufgenommen? Spielt das heutzutage eine Rolle? Wie kleinlich. Naja, ach, vergiss es. Das ist der Hammer. Sie hat den Job, aber nur auf Probe. Sich einfach nur nackig machen reicht bei unserem Klientel nicht. Ich brauche für den VIP-Bereich etwas, das aus dem Rahmen fällt. Etwas mit Pfiff und Intelligenz. Sie kann nachher auftreten, aber sie muss in ihrer Show noch ein außergewöhnliches Element bieten. Wenn sie das hinbekommt, erhält sie einen festen Platz im VIP-Bereich. Ich rede noch mal mit dir. Erin hat sicher eine gute Idee. Hin und her. Da werden wir wieder. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Hey, Erin. Was gibt's? Erin, ich habe großartige Nachrichten. Naja, überwiegend. Ja? Die im Hell's Porn finden dich super. Ehrlich? Das ist ja unglaublich. Aber sie meinen, dass du noch etwas anderes bieten solltest. Etwas, das dich von der Masse unterscheidet. Was dich besonders macht. Puh, was könnte das denn sein? Anstatt dich auszuziehen, könntest du einfach mehr anziehen. Das geht nicht. Das sind die einzigen Klamotten, die ich besitze. Es ist hoffnungslos, aha. Larry. Ich werde einfach das Strippen aufgeben und mich meiner anderen großen Liebe widmen. Der Literatur. Ich bin bei Poetry Slams immer rausgeworfen worden, weil ich da zu viel Haut gezeigt habe. Moment mal. Denkst du, was ich denke? Es ist so naheliegend. Vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen. Wir haben doch nicht das gleiche gedacht. Nein, Larry. Ich kombiniere Literatur und Strippen. Klar, das geht natürlich auch. Klar, warum nicht? Strippies und Lesungen aus meinen liebsten Büchern. Aber
Es gibt noch ein Problem. Um richtig Eindruck zu hinterlassen, brauche ich dafür ein ganz bestimmtes Buch. Der geschickte Züngler von Alfred Kissler. Das ist sehr selten und eigentlich kaum noch zu bekommen. Ich habe ein Exemplar, aber nicht hier in New Lost Vages. Keine Sorge, ich halte die Augen danach offen. Okay. Irgendwas. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Die Scheibe ist aus Plastik, scheint sehr stabil zu sein. Dieses Ding spielt also nicht nur schlechte Musik, sondern hat auch schlechtes Internet. Was wurde aus einer zu... Okay, die Platte können wir nicht nehmen. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Platte. Zum Beispiel eine Platte nicht, aber da ist ein altes Buch drin. Das muss wertvoll sein. Die Glasvitrine ist auf dem Sockel verankert. Da ist keine Platte. Jetzt müssen wir irgendwie die Platte besorgen und da dann mit dem schrillen Schrei aus der Platte dann die Vitrine kaputt machen. Irgendwas so mit wir. Oh, ja, vielleicht. Wir haben da vorher schon eine Maus in der Ratte gefangen. Muss das doch jetzt auch irgendwie möglich sein. Besser nicht. Die Scheibe zu zerstören. In dem Teil hier. Das ist gut so, wie es ist. Ein Diamantring. Wenn man Plastikglas schneiden will, braucht man einen Plastikdiamanten. Ist doch völlig logisch. Natürlich. Wie ein Diamantendieb. Nimm das Ding ruhig mit, Larry. Ich kann es nicht mehr hören. Da ist ein furchtbar hoher Ton drauf. Bei dem zahlt keine Versicherung. Aha. Das ist genau das, was wir brauchen. Eine Platte mit einem merkwürdigen, sehr hohen Ton. Genau das ist der Plan. So, das Musik ab. Nicht. Wie was? Besser nicht. Ja, wie besser nicht? Verarsch mich nicht. Schallplatte. Perfekt. Jetzt kann ich die Platte abspielen. Sich auf die Vitrine richten und let's go. Das Geräusch hat die Glasvitrine zerschmettert. Ich nehme das mal mit. Okay, wir werden nicht aufgehalten. Der geschickte Zünder. Das Buch ist bestimmt selten. Wenn nicht selten, dann wenigstens alt. Na, sehr schön. Jetzt haben wir doch was verbrochen. Kleinen Augenblick, ich mach gerade meine Show. Ihr werdet fertig. Ich hab was für dich. Ich habe eine Überraschung in meiner Hose. Ist es das, was ich denke? Nein, es ist das Buch, das du wolltest. Du hast es wirklich aufgetrieben? Unglaublich. Du musst ja in allen antiquarischen Buchhandlungen der Stadt gesucht haben. Ich habe es aus einer Hipster-Bar geklaut.
Die wüssten so ein Kunstwerk auch nicht zu schätzen. Jedenfalls hast du dir eine Höchstwertung bei Timber verdient. Das war das Liebste, was jemals jemand für mich gemacht hat. Wie versprochen, bekommst du jetzt deine Privatshow. Oh je. Bitte nein. Danke, Larry. Wir sehen uns dann nachher im Hell's Porn zu meiner Show. Pi, das muss jetzt aber ein Quantensprung bei den Timber-Punkten sein. Du hast 19 Timber-Punkte. Das ist vermutlich abgerundet. Nein, aufgerundet. Genau genommen ist deine Punktzahl 18,708. Schon gut. Hey, kannst du Faith vielleicht eine Nachricht schicken, dass sie schon mal Platz in ihrem Terminkalender schaffen soll? Ich kann sie nicht kontaktieren. Niemand kann das. Sie wird noch früh genug von mir hören. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Tja, verdammt. Neue Vorschläge bei Timber? Aha. Hätte ich dich direkt gelassen. Oh je. Den hat man doch geschwungen. Eine Sache an uns ist da ein eigentlich. Uah. Sollte die Sache nicht mehr vorlesen. Suche nicht eine Beziehung bei Ebert weg. Ach du Fuß 29, das ist großartig. Suche Liebe in der Müllhalde des Lebens. Müssen wir sowas von liken. Oha, Ricardo Wave 21. Ich möchte mit dir schlafen, damit ich dir im Schlaf die Haut abziehen und mit deinem Schreien den Teufel beschwören kann. Natürlich. Fetteffen, wie der hieß. Der Muckimann. Brett gebaut, braun gebrannt. Brett gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hanselbank. Aha. Ein Roboter. Ein Roboter können wir nicht daten. Schade. Damit könnte ich höchstens. Bitte verklagt uns nicht. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir mal wieder hier hin. Hier hat sich nichts geändert. Was gibt's? Sie müssen wir noch umkriegen. Wann gehst du denn mit mir aus? Gedulde dich noch ein wenig. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Glaub mir, es lohnt sich. Da bin ich richtig aufgeheizt und kann einen Groupie gut gebrauchen. Bis nachher. Wir müssen den Drummer irgendwie überreden, wir zu den Bands zu kommen. Tja, aber wie machen wir das? Das bringt uns nicht weiter. Lemmers geht, weißt du was doch? Nein, das geschieht. Das hatten wir alles schon. Bis später. Hallo. Was ist doch die Pfandrinne. Vielleicht hat sie.
Ja, die Gitarre. Hat so ein Typ bei dir letztens eine Gitarre verpfändet? Ja, das Geschäft hatte ich letztens. Das war dieser Typ da drüben bei den Spielautomaten. Okay. Können wir jetzt mit ihm darüber reden? Gestehe! Du hast die Gitarre verpfändet. Ja, ich gestehe. Das war die einzige Möglichkeit, aus der Band noch etwas Geld zu machen. Geld, das ich für meine Investitionen brauchte. Computerspiele mit Peniswitzen? Nein, das hier. Automaten. Nur die sind gut zu mir und verstehen mich. Dieser heute ganz besonders. Der Türsteher von Hell's Pond glaubt mir nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Pah, ich habe gerade eine Glückssträhne. Solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt, bewege ich mich keinen Zentimeter von hier weg. Ja. Bis später. Hau nichts kaputt. Solange der Automat funktioniert, bewegt er sich nicht weg. Vielleicht ist eine Ratte im Getriebe. Das ist gut so. War ja nur eine Idee. Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Müssen Automaten irgendwie sabotieren? Können wir da irgendwas? Das hilft mir. Das muss nicht. Ziemlich ramponiert. Lange hält das nicht mehr durch. Ziemlich ramponiert. Okay, hier ist doch ein Gitter, da können wir doch die Ratte irgendwie. Das wäre eine Idee. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Oh, eine Klappe. Die ist zugeschraubt. Dann können wir sie aufschrauben mit einer Münze. Der gute alte Trick mit der Münze. Ja. Jetzt ist die Klappe ab und der Wartungsschacht zugänglich. Wäre das doch überall so leicht. Wer schon mal ein Kamerastativ die Sache angeschraubt hat, der ja. Ja, das könnte klappen. Der weiß Bescheid. Was? Warum geht das Ding denn nicht mehr? Verflucht. Das war's mit meiner Glückssträhne. Rattenscharf, mein kleiner Freund. Tja, jetzt kannst du ja da jetzt abhauen. Der Türsteher von Hell, du musst dem Tür... Was? Dieser Schrank von einem Kerl hat die Gitarre gekauft? Wenn der erfährt, dass ich ihn übers Ohr gehauen habe, macht er Kleinholz aus mir. Bevor ich CB unter die Augen treten kann, brauche ich einen Drink. Aber die verkaufen hier keine. Haben keine Ausschanklizenz oder so. Bis später. Okay, ein Drink. Ein Drink. Wer ist das mit dem ist keine hier? Gute Idee. Jetzt müssen wir den Drink in Lefty's Bar bauen. Eher nicht. Fantastisch. Ein Drink für Sticks. Fällt mir jetzt erst auf, dass der Drummer Sticks heißt. Vielleicht hat Lefty was. Was uns spontan geben kann. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Ich
Mach den Giftschrank auf. Ich brauche deinen stärksten Drink. Da bist du hier an der falschen Stelle. Die Brauerei ist im Moment außer Betrieb. Außerdem wollen diese Hipster nur Virgin-Cocktails. Alles geht den Bach runter und die Welt wird immer verrückter. Im Lefties werden alkoholfreie Drinks serviert. In der letzten Bastion der exzessiven Lebensfreude. Hier hast du so ein Ding. Igitt. Wäre wenigstens Virgin drin. Bis später, Lefty. Okay, da wird es nicht hin. Dummfröhlicher Cocktail. Vielleicht können wir den irgendwie. Ich kann es nicht aussprechen. Das muss nicht. Die beiden sagen, das lässt sie. Das hilft. Alkohol, das lässt. Alkohol. Die beiden sagen, das hilft mir. Taschentuch reinstecken. Jetzt ist der wortwörtlich mit Stoff. Oh. Au. Au. Au, der tut weh. Trink mit Stoff. Au. 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 Jetzt will ich das Spiel wirklich zurückgeben. Och nö. Och nö.